Hallo YouTube, hallo liebe Facebook-Gruppen, hier der versprochene Spaziergang mit der Marie. Es ist schon ein bisschen bewölkt, ich glaube es geht auch nicht mehr lange bis es regnet, aber so sieht sie aus, wenn sie drin liegt. Ich habe jetzt auch mal das Mützle runtergetan, wie man das so sieht, Mittel raus, ups. Das sind wir auch mit so einer Parkanlage. Also ganz schattig und schön. Nichts, wo man schwitzt, weil ein großer Baumbestand hier ist. Viele Parkbänke, also schön angelegt. Richtig, um mit der Maus zu laufen. Ja. Die wackelt so hier. Kies ist. War den Echtheitsfaktor noch ein bisschen realer. Ja. Schon die ersten aufgesprungenen Kastanien. Und da liegt sie jetzt drin, die Maus. Und ist auch so ein Spiel. Kleine, größere Kinder. Ein Kinderwagen. Der kommt übrigens aus China. Aber der ist echt robust, hätte ich nie gedacht, dass der aus China kommt. Aber egal, geländegängig ist er. Und im Auto passt er eigentlich auch gut rein. Ja, jetzt haben wir noch eingekauft. Im Spaziergang ist es jetzt auch noch wahr geworden. Freut mich auch im Sinne von euch, dass ich dieses Video drehen kann. Ja, ansonsten hat es hier wenig Leute, also das Park ist fast eigentlich leer. Seht ihr? Ja, aber zum Abhängen hier schön angenehm kühl. Vorher war es richtig schwül und heiß. Also ist es schon angenehm. Ich habe die Mütze runtergetan, dass man mehr von ihr sieht. Mit dieser kleinen Maus. Aber die sieht schon richtig echt aus. Also ein Lob an die Puppenkünstlerin. Ich hoffe auch. Ihr habt heute einen schönen Tag gehabt. Es ist nicht so richtig die Sonneneinstrahlung, aber bewölkt ist es trotzdem noch. Also Regenwolken sind vorhanden, aber ich hoffe, ich bekomme keine Dusche ab. Ich setze euch schnell ab, dann hole ich die Kleine noch raus. Moment. So, da ist die kleine Schnecke. Jetzt hier ein bisschen in meinen Schoß gelegt. Ich hoffe, ihr seht sie richtig. Hier ist es halt schattig. Ich hoffe, dass die Bildqualität einigermaßen ist. Aber es ist eine ganz süße Maus. Ich habe ihr jetzt auch ein paar Klamottchen bestellt.
online, in so einem Online-Shop. Und da werde ich euch dann auch die Sachen noch zeigen, wenn die ankommen. Ja, kommt eine Mama mit ihren Kindern auf diese Spielecke. Da ist auch alles eingezäunt, finde ich toll. Dann machen wir mal wieder Videos mit den Reborn-Babys. Sie ist ja ein Silikon-Baby. Aber die habe ich heute einfach mal mitgenommen. Wie sie so wirkt auf die Leute. Also ist niemand was aufgefallen. Ach, das ist richtig herrlich hier. So richtig kühl und schattig. Ja, geil, Mäuschen. Das ist ein richtiger loser Spaziergang, richtig zum Abhängen. Ein Baby, wo immer Baby bleibt. Nix, wo einen stört oder aufregt. Pflegeleicht, hat man Lust. Kann man es nehmen, verknuddeln, hat man keine, muss man nicht, passiert nichts. Aber wenn ich dann wieder bei anderen Reborn-Mamas höre, wie die von ihrem Umfeld da bedrängt und geärgert werden, ist es manchmal schon traurig, von der eigenen Familie oft. Ich konnte mir es selber nicht vorstellen, weil ich mir das halt nicht gefallen lassen würde, aber das ging schon bei manchen Reborn-Mamas bis zu dem Punkt, dass die die Babys entsorgen wollten, einfach wegschmeißen. Obwohl das so ein eigentlich Kunsthandwerk ist. Also manche haben da gar kein Einsehen. Und die machen die richtig nieder und ändern ihre Meinung. Einer hat auch erzählt, am Anfang war ihre Mutter so dafür und dann hat sie sie für krank erklärt. Ich finde das so gemein. Obwohl die Babys oft so vielen helfen, die zum Beispiel kinderlos bleiben oder sonst irgendein Unglück damit erfahren haben und sagen, ihnen hat es so viel gegeben, dass sie so ein Baby im Arm halten können und vor allem, dass sie es behalten können und ihr eigen nennen können. Also die Menschen sind oft schon richtig gemein, dass sie nicht mal diese Freude solchen Leuten lassen. Ich glaube, das wird auch immer ein Thema bleiben. Ich glaube nie, dass diese Gesellschaft irgendwann mal so tolerant wird, dass das gar nichts mehr ausmacht. Das glaube ich nicht. Ja. Aber es ist halt so, gell? Sie hat noch hier ihre Giraffe, die das so als am Dach hängt. Das kann man so einhängen. Da. Seht ihr? So eine Giraffe. Die hat hier unten noch so Spielsachen dran. Wie so Beißringle. Ja. Klimpert auch. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Ich freue mich schon, wenn ich von euch wieder welche sehe. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Eine tolle Woche. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben. Macht's gut.